Ich begrüße euch recht herzlich zu einer brandneuen Folge von Kaffee for You. Heute sind wir unterwegs in der Bahnstadt, wo sich immer noch so einiges um mich herum tut. Und jetzt geht's ab ins Kaffeezimmer. Ich sitze jetzt hier mit Frank in seinem Kaffeezimmer in der Bahnstadt. Warum hast du dich für Kaffee entschieden? Hast du deine Leidenschaft? Also Kaffee ist meine Leidenschaft. Ja. Ich bin selbst Barista und Koffeologe. Ja. Koffeologe? Ja. Barista ist die Zubereitung vom Kaffee. Als Koffeologe gehst du noch ein bisschen weiter in den Anbau rein. Frank, bist du Heidelberger übrigens? Ich bin eigentlich Sandhäuser, wohne aber auch schon ewig in Heidelberg. Und gefällt dir hier? Ja, klar. Du wohnst auch direkt in der Bahnstadt? Ich wohne direkt in der Bahnstadt, mag aber auch die Altstadt. Das ist eigentlich das Schöne an Heidelberg, dieser Kontrast. Ich stehe hier mit Katharina und Katharina, du arbeitest hier jetzt schon wie lange im Kaffeezimmer? Seit über 4 Jahren. Würdest du sagen, ihr habt jetzt hier hauptsächlich Kundschaft von der Bahnstadt, also Leute, die jetzt hier leben? Dadurch, dass es auch in der Weststadt noch ein Kaffeezimmer gibt, sind wir auch über die Bahnstadt hinaus bekannt und viele von außerhalb von der Weststadt oder anderen Stadtteilen kommen tatsächlich auch schon hierher in die Bahnstadt. Bei mir, ich meine, offensichtlich ist es ja jetzt auch bald soweit. Seid ihr denn family friendly mit Kids und Co.? Kann ich hier antanzen und meinen Kaffee genießen? Ja, absolut. Also gerade auch in der Bahnstadt, es sind ja wahnsinnig viele Familien. Das Kaffeezimmer ist immer offen für Kinder, für Familien. Wir haben koffeinfreien Kaffee in allen Variationen. Also was wünschen sich Stillende mehr? Leckeren Kaffee in einer familienfreundlichen Atmosphäre, das findet ihr hier in der Bahnstadt im Kaffeezimmer allemal. Nächstes Mal sind wir in Rohrbach unterwegs. Wo genau? Da müsst ihr einfach wieder einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin. Tschüss.